Hallo, in diesem Videotutorial zeige ich Ihnen, wie Sie einen Balkon erstellen und diesen in unseren Mustergrundriss einfügen. In diesem Video werden Funktionen benötigt, die nur in den Produktversionen CADwiller Professional oder CADwiller Professional Plus enthalten sind. Bitte vergewissern Sie sich im Vorhinein, dass Sie eine dieser beiden Versionen verwenden. Im ersten Schritt öffnen wir eine neue 2D-Ansicht. Wir klicken dazu auf Neu und deaktivieren im nächsten Schritt auch gleich den Raster und die Linienbreite, um uns besser fangen und orientieren zu können. Nun beginnen wir mit der Eingabe des Balkons. Die Größe ist 4,50 Meter mal 2,30 Meter. Die Bodenplatte des Balkons werden wir mit der Hilfe von Hilfslinien erstellen. Dazu wählen wir 2D und Layout, 2D Hilfslinien, Hilfsgerade, vertikale Hilfslinie. Bevor wir die Hilfslinien eingeben, ändern wir noch die Farbe der Hilfslinien. Dazu drücken wir die rechte Maustaste und wählen Eigenschaften. Wir klicken auf Darstellung, wählen die Farbe und wählen eine grüne Farbe aus dem Farbkatalog aus. Danach drücken wir auf OK. Nun geben wir die erste vertikale Hilfslinie ein. Danach wählen wir wieder 2D Hilfslinien, Hilfsgerade, horizontale Hilfslinie. Wir geben die zweite Hilfslinie ein. Und wir wählen wieder 2D Hilfslinien, Hilfsgerade, parallele Hilfslinie mit Abstand. Von diesem Punkt in diese Richtung mit einem Abstand von 2,30 Metern. Danach drücken wir auf OK. Die nächste Linie geben wir von diesem Punkt in diese Richtung mit einem Abstand von 4,50 Metern ein. Danach drücken wir wieder auf OK. Wir drücken die Escape-Taste und zoomen uns ein wenig in die 2D-Ansicht hinein. In dem Bereich innerhalb der Hilfslinien werden wir die Bodenplatte unseres Balkons erstellen. Dazu verwenden wir den Oberflächenplaner. Wir wählen Konstruktion, Oberfläche erzeugen, Eingabe über Rechteck. Wir machen einen linken Mausklick in unser Projekt und wir ziehen das Rechteck von diesem Punkt zu diesem Punkt. Der Oberflächendialog öffnet sich automatisch. Die Dicke von 0,10 Metern ist in unserem Beispiel okay. Und wir klicken auf Fliesen, um die 2D-Darstellung der Oberfläche zu definieren. Wir wählen den Punkt 2D-Darstellung. Und beim Füllstil wählen wir den Punkt Leer. Danach drücken wir auf OK. Und OK. Nun erstellen wir zwei Schnittansichten für unsere Bodenplatte. Dazu wählen wir den Punkt Anzeige und neue Schnittansicht. Das ist der erste Punkt. Wir halten STRG gedrückt, um eine 100% horizontale Linie einzugeben. Das ist der zweite Punkt. Und das ist der dritte Punkt. Wir drücken die linke Maustaste und die neue Schnittansicht öffnet sich. Wir verschieben den Schnitt etwas nach rechts, selektieren die 2D-Ansicht, klicken auf Neue Schnittansicht. Das ist der erste Punkt. Wir halten wieder die STRG-Taste gedrückt. Das ist der zweite Punkt.
Und das ist der dritte Punkt. Wir drücken die linke Maustaste und die neue Schnittansicht öffnet sich. Wir verschieben den Schnitt etwas nach unten und nun ändern wir die Einstellungen der Sichtbarkeiten unserer Schnitte. Dazu drücken wir im Schnitt die rechte Maustaste und wählen Sichtbarkeiten. Wir öffnen die Hilfselemente und deselektieren den Ursprung. Danach drücken wir auf OK. Wir klicken auf Alles zeigen, wählen den nächsten Schnitt, drücken die rechte Maustaste und wählen wieder Sichtbarkeiten. Wir öffnen die Hilfselemente und deselektieren den Ursprung. Danach drücken wir wieder auf OK. Wir klicken wiederum auf Alles zeigen und öffnen eine neue 3D-Ansicht. Dazu klicken wir auf 3D und wir deselektieren die Umgebung in der 3D-Ansicht. Danach klicken wir wieder auf Alles zeigen. Und im letzten Schritt platzieren wir die Ansichten horizontal nebeneinander. Dazu klicken wir auf Horizontal. Wir haben jetzt alle Ansichten erstellt und definiert, die wir benötigen, um einen Balkon einzugeben. Eine wichtige Information noch zur Schnittansicht. Der orange markierte Bereich stellt die Bodenplatte unseres Balkons dar. Der blau markierte Bereich stellt die Umgebung der Schnittansicht dar. Die Größe der Umgebung ist davon abhängig, wie groß oder wie klein Sie die Schnittansicht definieren. Im nächsten Schritt geben wir die Hauptstützen für den Balkon ein. Dazu selektieren wir den Schnitt A-A und zoomen uns etwas in den Schnitt hinein. Um die Hauptstützen korrekt einzugeben, verwenden wir Hilfslinien. Wir wählen 2D und Layout, 2D-Hilfslinien, Hilfsgerade und parallele Hilfslinie mit Abstand. Wir geben die Hilfslinie von diesem Punkt in diese Richtung mit einem Abstand von 1 Meter ein. Danach drücken wir auf OK. Wir zoomen uns etwas hinaus und geben die nächste Linie von diesem Punkt in diese Richtung mit einem Abstand von 0 Metern ein. Danach drücken wir auf OK. Eine weitere Hilfslinie geben wir von diesem Punkt in diese Richtung in einem Abstand von 0,20 Metern ein. Wir drücken wieder OK. Die nächste Hilfslinie geben wir von diesem Punkt in diese Richtung wieder mit einem Abstand von 0,20 Metern ein. Wir drücken wieder auf OK. Wir zoomen uns wieder etwas aus dem Schnitt heraus und geben unsere erste Hauptstütze ein. Dazu wählen wir den Punkt Konstruktion, Sweep Körper und Eingabe über Linienzug. Als allererstes wählen wir eine Fläche aus. Dazu machen wir einen linken Mausklick in unser Schnittfenster. Und nun definieren wir die Einstellungen unseres Sweep-Körpers. Dafür drücken wir die rechte Maustaste und wählen Eigenschaften. Wir klicken auf Sweep-Körper. Und wir geben für die Breite 0,06 Meter ein und für die Höhe ebenso 0,06 Meter. Das ist unser Bezugspunkt und danach drücken wir auf OK. Das ist der erste Punkt unserer Stütze.
das der zweite, der dritte und der vierte. Danach drücken wir die rechte Maustaste und klicken auf Eingabe abschließen. Wir haben den ersten Steher erfolgreich eingegeben und jetzt ändern wir die Farbe des Stehers. Dazu selektieren wir die 3D-Ansicht, wählen 3D-Funktionen, Material bearbeiten. Wir selektieren den Steher und der Materialeditor öffnet sich. Wir machen einen rechten Mausklick in das Feld Textur und klicken auf Auswahl Entfernen. Danach klicken wir in das Feld Farbe, wählen die Farbe Silber aus und klicken auf OK. Für den diffusen Anteil geben wir 100% ein und danach klicken wir auf OK. Die Stütze ist nun korrekt definiert und mit der Hilfe von Hilfslinien bringen wir die Stütze in die korrekte Position. Wir selektieren die 2D-Ansicht, zoomen uns etwas hinein und nun wählen wir 2D und Layout, 2D-Hilfslinien, Hilfsgerade, parallele Hilfslinie mit Abstand. Wir geben eine Hilfslinie von diesem Punkt in diese Richtung mit einem Abstand von 0,25 Metern ein. Danach drücken wir OK. Im nächsten Schritt verschieben wir die Stütze. Dafür zoomen wir uns noch etwas mehr in die Ansicht. Wir selektieren die Stütze und klicken auf Verschieben mit Referenzpunkt. Das ist unser Referenzpunkt und wir verschieben die Stütze zu diesem Punkt. Die Stütze ist nun korrekt positioniert und wir drücken die Escape-Taste. Im nächsten Schritt erstellen wir eine Mehrfachkopie unserer Stütze. Wir zoomen dazu etwas aus der 2D-Ansicht heraus, selektieren die Stütze, drücken die rechte Maustaste und wählen Mehrfachkopie. Unter dem Punkt Anzahl geben wir 2 Stück ein. Der Abstand mit 1 Meter ist okay und bei der Richtung nehmen wir unten 270 Grad. Danach drücken wir wieder auf OK. Wir drücken die Escape-Taste und im nächsten Schritt kopieren wir die Steher auf die gegenüberliegende Seite. Wir selektieren die Steher, klicken auf Kopieren mit Referenzpunkt – das ist unser Referenzpunkt – und wir verschieben die Kopie auf der Hilfslinie zu diesem Punkt. Jetzt drehen wir die Stützen um die Z-Achse. Dazu selektieren wir um Z-Achse – das ist der Bezugspunkt. Wir halten STRG gedrückt, um den vordefinierten Raster zu benutzen und wir drehen die Steher um 180 Grad. Danach zoomen wir uns etwas in die 2D-Ansicht hinein. Wir wählen Verschieben mit Referenzpunkt. Das ist unser Referenzpunkt und wir verschieben die Steher genau zu diesem Punkt auf der Hilfslinie. Danach drücken wir Escape.
Nun sind auch diese drei Stützen korrekt positioniert. Im nächsten Schritt werden wir noch die letzten fünf Stützen kopieren und positionieren. Dazu selektieren wir eine Stütze und wählen Kopieren mit Referenzpunkt. Das ist unser Referenzpunkt und wir kopieren die Stütze zu dieser Position. Nun drehen wir die Stütze um die Z-Achse. Das ist unser Bezugspunkt. Wir halten STRG gedrückt, um den vordefinierten Raster zu benutzen, und wir drehen den Steher um 270 Grad. Danach drücken wir die Escape-Taste. Im nächsten Schritt positionieren wir die Stütze in einem Abstand von 25 cm zur linken Kante der Bodenplatte. Um den Abstand zu definieren, nutzen wir eine Hilfslinie. Dazu wählen wir 2D und Layout, 2D Hilfslinie, Hilfsgerade, parallele Hilfslinie mit Abstand. Von diesem Punkt in diese Richtung in einem Abstand von 0,25 Metern. Danach drücken wir OK. Wir zoomen uns etwas in die 2D-Ansicht hinein, selektieren die Stütze und wählen Verschieben mit Referenzpunkt. Das ist unser Referenzpunkt und wir verschieben die Stütze zu diesem Punkt auf der Hilfslinie. Nun machen wir wieder eine Mehrfachkopie der Stütze. Dazu drücken wir die rechte Maustaste und wählen Mehrfachkopie. Bei der Anzahl geben wir 4 Stück ein. Der Abstand ist mit einem Meter korrekt definiert. Der Rest stimmt auch und wir drücken OK. Nun sind alle Stützen definiert und korrekt positioniert. Wir drücken die Escape-Taste, um die Selektion zu beenden. Und im nächsten Schritt werden wir das Geländer für unseren Balkon erstellen. Dazu verwenden wir wieder einen Sweep-Körper. Wir wählen Konstruktion, Sweep-Körper, Eingabe über Linienzug. Wir wählen die 2D-Ansicht aus und drücken die rechte Maustaste und wählen Eigenschaften. Wir klicken auf Sweep-Körper. Wir wählen einen Bezugspunkt aus. Wir wählen diesen Punkt. Und für die Breite geben wir 0,02 Meter ein. Und für die Höhe geben wir ebenfalls 0,02 Meter ein. Danach drücken wir auf OK. Wir zoomen ein wenig aus der 2D-Ansicht hinaus. Das ist der erste Punkt unseres Geländers. Das ist der zweite Punkt. Das ist der dritte Punkt. Und das ist der vierte und letzte Punkt. Danach drücken wir die rechte Maustaste und wählen Eingabe abschließen. Hier kann man nun das Geländer sehen und nun definieren wir die Höhe des Geländers. Dazu verwenden wir wieder Hilfslinien.
Aber zuerst zoomen wir uns noch etwas in den Schnitt hinein. Wir wählen 2D und Layout, 2D Hilfslinien, Hilfsgerade, parallele Hilfslinie mit Abstand. Wir geben die Hilfslinie von diesem Punkt in diese Richtung mit einem Abstand von 0,20 Metern ein. Danach drücken wir OK. Wir drücken Escape, selektieren das Geländer und klicken auf Verschieben mit Referenzpunkt. Das ist unser Referenzpunkt und wir verschieben das Geländer zur Hilfslinie. Wir drücken die rechte Maustaste und wählen Mehrfachkopie. Unter dem Punkt Anzahl geben wir 3 Stück ein. Und beim Punkt Abstand geben wir 0,20 Meter ein. Beim Punkt Richtung wählen wir die YZ-Ebene und oben 90 Grad. Danach bestätigen wir mit einem Klick auf OK. Wir drücken die Escape-Taste und im nächsten Schritt erstellen wir einen Handlauf für unseren Balkon. Dazu wählen wir Konstruktion, Sweep-Körper, Eingabe über Linienzug. Wir wählen in der 3D-Ansicht die Oberfläche aus, auf der der Handlauf angebracht wird. Danach wechseln wir in die 2D-Ansicht, drücken die rechte Maustaste und wählen Eigenschaften. Wir klicken auf Sweep-Körper. Wir definieren die Breite des Handlaufs mit 0,20 Metern. Für die Höhe geben wir 0,04 Meter ein. Das ist der Bezugspunkt und danach klicken wir auf OK. Wir selektieren die 2D-Ansicht, zoomen uns in die korrekte Position . Das ist der erste Punkt unseres Handlaufs. Das der zweite. Der dritte. Und der vierte. Danach drücken wir die rechte Maustaste und wählen Eingabe abschließen. Nun kopieren wir die Farbe der Steher auf das Geländer. Dazu selektieren wir die 3D-Ansicht, zoomen uns ein wenig hinein, wählen 3D-Funktionen. Material übertragen, wählen einen Steher aus und übertragen das Material auf das Geländer. Danach drücken wir Escape. Im nächsten Schritt wählen wir eine Textur für unseren Handlauf aus. Dafür wählen wir Katalog, Texturen, Baustoffe, Holz und Struktur. Wir wählen die Textur Dunkel-1001 und ziehen sie
auf unseren Handlauf. Die Textur des Handlaufs ist nun definiert und wir fahren mit den Fliesen fort. Wir gehen im Katalog zwei Ebenen zurück, wählen den Punkt Fliesen, Fliese 001 und wir ziehen die Fliese 001-02 auf unsere Bodenplatte. Danach klicken wir auf Material bearbeiten und wählen unsere Fliesen aus. Unter dem Punkt Intensität geben wir 20% ein und unter dem Punkt Glanzlichtgröße ebenfalls 20%. Danach bestätigen wir mit OK. Nun ist unser Balkon fertig definiert und wir können ihn als 3D-Objekt abspeichern. Dazu selektieren wir die 3D-Ansicht, öffnen das Menü, klicken auf Ausgabe, 3D-Formate, 3D-Objektdatei. Wir geben einen Namen für unser 3D-Objekt ein, zum Beispiel Balkon, und bestätigen danach mit OK. Hier könnten wir noch diverse Exportoptionen für unser Projekt festlegen. Wir brauchen das in unserem Falle nicht und klicken auf OK. Nun ist unser Balkon als 3D-Objekt gespeichert und wir können ihn in unseren Mustergrundriss einsetzen. Im letzten Schritt zeige ich Ihnen, wie wir den Balkon in unseren Mustergrundriss einfügen. Als erstes wählen wir die 2D-Ansicht aus, selektieren die Ebene Erstes Obergeschoss, drücken die rechte Maustaste und wählen als aktuelles Element Setzen. Danach deselektieren wir die Ebenen Erdgeschoss und Dachgeschoss, um einen besseren Überblick zu bekommen. Um den Balkon korrekt einzugeben, geben wir eine Hilfslinie ein. Dazu wählen wir 2D und Layout, 2D-Hilfslinien, Hilfsgerade, parallele Hilfslinie mit Abstand. Wir geben die Hilfslinie von diesem Punkt in diese Richtung mit einem Abstand von 2,25 Metern ein. Danach drücken wir auf OK. Und nun importieren wir unseren Balkon. Wir klicken dazu auf Katalog, Datei öffnen und wir wählen unseren Balkon. Wir können unseren Balkon nun in die korrekte Position bewegen und mit der Kurztaste W können wir das Werkzeugparameter ein- und ausblenden. Wir setzen unseren Balkon zum Beispiel hier ab und drücken die Escape-Taste. Nun selektieren wir den Balkon, klicken auf Verschieben mit Referenzpunkt. Wir zoomen uns etwas in die Ansicht hinein. Das ist unser Referenzpunkt und wir verschieben den Referenzpunkt zur Hilfslinie. Danach drücken wir Escape. Wir klicken auf Anzeige, Neue Schnittansicht. Das ist der erste Punkt. Wir halten STRG gedrückt für eine 100%ig vertikale Linie, das ist der zweite Punkt und das ist der dritte Punkt. Wir verschieben die Schnittansicht etwas nach rechts und maximieren das Fenster. Wir zoomen uns ein wenig in den Schnitt hinein. Wir wählen 2D und Layout, 2D Hilfslinien, Hilfsgerade, horizontale Hilfslinie.
Wir platzieren die horizontale Hilfslinie hier, drücken die Escape-Taste, selektieren den Balkon, wählen Verschieben mit Referenzpunkt. Das ist unser Referenzpunkt. Und wir verschieben den Balkon auf die Hilfslinie. Nun ist der Balkon auch in der Höhe korrekt definiert und im nächsten Schritt zeige ich Ihnen eine weitere Option, um den Balkon korrekt zu positionieren. Wir schließen die Schnittansicht, selektieren das Schnittsymbol in der 2D-Ansicht, drücken Entfernen und bestätigen mit Ja. Jetzt zoomen wir etwas aus der 2D-Ansicht hinaus, um den nächsten Balkon einzugeben. Wir wählen wieder 2D und Layout, 2D-Hilfslinien, Hilfsgerade, parallele Hilfslinie mit Abstand. Von diesem Punkt in diese Richtung in einem Abstand von 2,25 Metern. Danach drücken wir wieder auf OK. Wir importieren wieder unseren Balkon. Dazu klicken wir wieder auf Datei öffnen. Wir öffnen unseren Balkon. Wir können jetzt unseren Balkon mit dem Mausrad drehen oder wir können im Werkzeugparameter unter dem Punkt Winkel 90 Grad eingeben. Wir positionieren unseren Balkon zum Beispiel hier und danach drücken wir wieder Escape. Wir selektieren den Balkon, klicken auf Verschieben mit Referenzpunkt. Das ist unser Referenzpunkt und wir verschieben den Balkon auf die Hilfslinie. Danach drücken wir Escape. Wir selektieren den Balkon nochmals, drücken die rechte Maustaste und wählen Eigenschaften. Hier im 3D-Objektmenü können wir eine feste Höhe für unseren Balkon auswählen. In unserem Fall wäre die Höhe minus 0,22 Meter. Danach drücken wir OK. Wir drücken nochmals Escape, zoomen uns ein wenig aus der 2D-Ansicht hinaus und nun können wir einen Blick auf unseren fertig definierten Balkon in der 3D-Ansicht werfen. Vielen Dank fürs Zusehen. Für mehr Tutorials besuchen Sie unsere Website www.katvilla.com.